Mit Schablonen beeinflusst Frank Gaudlitz die Belichtung des Fotopapiers und haucht dem Bild so Leben ein. Erst in der Dunkelkammer erfährt er, ob seine Idee von einem Foto Realität wird. Da der Potsdamer manchmal monatelang in der Welt unterwegs ist, wartet er lange auf diesen Moment. Dieses Geheimnis oder dieses latente Bild in sich zu tragen, ist für mich eine tolle Situation. Und in der Dunkelkammer, also hier, hat es ja irgendwie auch immer was Faszinierendes, wenn das Bild dann das erste Mal im Entwickler auftaucht, sozusagen in die Welt geholt wird. Frank Gaudlitz stammt aus Fettschau im südlichen Brandenburg und hat an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig Fotografie studiert. Seit Ende der 80er Jahre beschäftigt er sich fotografisch mit Russland. Sein Buch Russian Times zeigt Arbeiten aus 3 Jahrzehnten. Besonders erschrocken haben ihn die Zustände in den 90er Jahren. Ich habe so viel Tod und Leid in dieser Zeit gesehen, war bis über den Polarkreis in den Arbeits- und Straflagern. Also ich habe mich auch immer weiter nach Sibirien getraut, unter Tage in den Steinkohlerevieren bei Kemerov, weil ich die Idee hatte, diese Situation, diese gesellschaftliche Apathie an der Befindlichkeit des Einzelnen fotografieren zu können. Für Bilder aus dem Russland unter Putin wird er 2019 mit dem Brandenburgischen Kunstpreis in der Kategorie Fotografie ausgezeichnet. Immer wieder zieht es ihn auch nach Südamerika. In Lima fotografierte er auf einem der größten Friedhöfe der Welt. Immer wieder trifft er Menschen, die ihn faszinieren, wie die Transfrauen, denen er auf dem Humboldtweg durch die Anden begegnete. Da ich weiß, wie stark diese Frauen in Peru diskriminiert sind und rechtelos sind, fand ich es zunächst sehr mutig zu sagen, so bin ich, das bin ich. Und das hat sich dann über Jahre in meinem Kopf verfestigt und irgendwann habe ich gedacht, das war 2014, ich muss da einfach hin. Ich muss einfach gucken, ob man da ein fotografisches Projekt draus machen kann. Die Serie nannte Frank Gaudlitz nach den Amazonen, den Kriegerinnen aus antiken Sagen. Genauso mutig kämpfen die Transfrauen für ihre Rechte, sagt Gaudlitz. Parallel zu den Porträts entstanden Stillleben, die zugleich Schönheit und Schmerz ausdrücken.